Okay, und da sind wir wieder. Gerade voll verprügelt worden von so einem mit Duppes, Trottel, Hanswurst. Hallo, hoch. Voll der Typ, ey. Schicken Räumungsdienst. Ich hab Besseres zu tun. Klar. Es war zwar ein paar Mal ziemlich knapp, aber du hast dich wirklich gut geschlagen, Faith. Eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, dass du Kasek derart verärgert hast. Das ist ja schließlich deine Spezialität. Eher. Wir müssen uns in Zukunft vor dieser Spezialeinheit vorsehen. Es scheint, haben sie ihr Kampftraining verbessert. Könnte sein, ja. So wie der sich... Was? So. So wie der mich hier auflaufen hat. Uns in der Transitstation Zephyr. Komm jetzt nach Hause, Kleine. Bidi 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 bidi. Mann, das Mädel, ey, das hat aber echt eine Knochen. Okay. Okay. Running. Das heißt, ich kann mich jetzt hier frei in der Welt bewegen? Oder wie, oder was? Ich bin jetzt auf dem Weg durch den Tower. Und übernehme dann noch kurz eine Lieferung. Ich schaue später nochmal bei dir vorbei, Noah. Klingt gut, Icarus. Du musst noch ein Spiel zu Ende bringen. Auch. Sobald du näher kommst, wirst du die Zeichen erkennen, Faith. Folge ihnen einfach bis nach Hause. Anschließend sollten wir dafür sorgen, dass du wieder in die Welt eingeführt wirst. Ich habe einen Run für dich, mit dem wir das hinkriegen müssten. Okay, man muss die ganze Zeit jetzt rennen, um diesen Fokusschild da zu haben, oder was? Ehrlich jetzt? Mann! Wie war's im Knast? Gut, und selbst? Na, komm, geh! Wirklich? Kann ich da nicht hoch und drüber? Was? Das heißt, dieser Zugang müsste ein erstmal sehen. Zeig mir das mal. Und hier kommst du hoch in den vierten Stock, okay? Von dort aus gelangst und du dann... Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Ja. Du blöde Kuh. Nett hast du es hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Der ist ein bisschen verkrampft.
Icarus? Mhm. Der ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der beste? Sprich mit Bergman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Ach, übrigens, da wartet ein Paket auf dich, Fee. Ich denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Meine Klamotten. Ein bisschen Ähnlichkeit mit, Die Arbeit hat sie vorbeigebracht. Direkt nachdem du geschnappt wurdest. Ich habe dein Beat mit deiner Kartenmod von Glass aufgerüstet. Du wirst sie brauchen, um dich zurechtzufinden. Und auch die... Okay, wir können upgraden. Fortsetzen. Okay, indem du durch die unterschiedlichen Aktivitäten in der Stadt Erfahrungspunkte sammelst. Jedes Upgrade erfordert ein Upgrade-Punkt. Kaufe jetzt die Beat-Karte. Ausrüstung. Okay. Beatling. Kaufe jetzt die Kategorie Ausrüstung wie Beat-Karte. Beat. Gib mir der Beat. Okay. Wegpunkt setzen. Gut. In der Stadt zu entdecken. Runner Kit verfügbar. Da lang. Auf jeden Fall hat der Noah ein bisschen Ähnlichkeit mit Nathan. Bergman wird sich freuen, dich zu sehen. Er ist eines der wenigen Dinge, die sich überhaupt nicht verändert haben. Ah, da bist du ja. Was willst du? Oh, ich will dich einfach nur ansehen, solange du noch gesund und munter bist. Dogan erwartet eine prompte Rückzahlung deiner Schulden, weißt du? Ja, die wird er auch kriegen. Ja. Ja, das wird er. Okay, dann lauf mal schön weiter. Wer ist Dogan? Das ist Kruger mit Sicherheit. Ah ja, meine beste Freundin kommt also aus dem Knast und hält es nicht mal für nötig, bei mir vorbeizuschauen. Hey, schon viel besser jetzt, wo du wieder frei bist. Und wie es der Zufall so will, könnte ich auch gleich deine Hilfe brauchen. Ich bin gerade auf dem Weg. Ja, habe ich gehört. Ich finde ja, der alte Mann kann warten, aber das ist deine Entscheidung. Falls du deine Meinung änderst, findest du meine Position auf deiner Karte. Moment. Wer... Oh. Mist. Ach komm, machen wir den zuerst. Mann. Okay, das heißt jetzt wieder hier hin. Treppe. Ich rutsch lieber. Geht sonst voll in die Arme. Da ist er doch schon. Fall nicht runter. Da ist sie, in Fleisch und Blut. Sogar in meinen Klamotten. Danke, dass du sie geholt hast. Wie läuft's bei dir? Naja, ich schlag nicht so durch. Was mir gefehlt. Ja, ja, also, wie kann ich dir helfen? Es geht um die Kastenlot. Sie bauen in den Greylands ein Warnsystem für Kasek-Razzien auf, aber sie brauchen Steuerchips. Und zwar aus Allcom-Relais-Kästen. Steuerchips? Relais-Kästen? Okay. Wenn du diese Chips entfernst, machst du Allcom Probleme und hilfst gleichzeitig den Kastenlosen. Bist du dabei? Na, du kennst mich. Ich bin die Erste, die anderen hilft. Tu ruhig so, als wäre alles egal. Ich weiß, warum du gesessen hast. Ja, weil ich blöd war. Wo finde ich diese Kästen? Nicht weit von hier. Ich markiere sie dir. Okay, alles klar. Warum haben wir denn gesessen?
Kastenlosen schon einige andere Komponenten besorgt. Mit diesen Chips haben sie dann alles, was sie brauchen. Das sind Kassenlosen in den Greylands hilfst, indem du Steuerchips aus Alcom-Relay-Kästen sammelst, die an verschiedenen Orten der Stadt zu finden sind. Die Aufgabe klingt einfach, aber du solltest dich vor Krugers Sack-Patrouille nehmen. Ich hab den ersten Chip. Großartig. Der nächste Relay-Kasten müsste ganz in der Nähe sein. Kein Problem. Ich sollte dich warnen, Faith. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele K-Sack-Patrouillen unterwegs. Und die Kerle sehen aus, als wäre mit ihnen nicht zu Spaß. Das sind nicht die üblichen Trottel. Ja. Ja, jetzt muss ich ja doch da lang. Hui. Protector. Klasse. Nahkampf. Aha, also mit RT weiche ich aus. Hey, Augen auf! Du da! Rühr dich nicht von der Stelle! Na? Komm her! Psst, Blumenvereiner! Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen! Wetten? Die alte Freundin für ihr geschlagen. Hä? Hier bin ich. Au. Au. Ey, wirklich? Wieso hat das eben nicht geklappt? Sehr gut. Wir werden damit etwas bewirken, das verspreche ich dir. Ach übrigens, hast du schon mit Dolden gesprochen? Nach allem, was man so hört, schuldest du ihm eine Menge Kohle wegen dem, was du getan hast. Nein, noch nicht. Naja, ich bin mir sicher, du einigst dich mit ihm. Und falls nicht, begleite ich dich einfach ins Exil. Wir zwei werden die Greylands überleben. Jetzt eine Runner mit Kontrolle. Wir nehmen die Runnerin in Gewahrsam, Patrol. Wir sind dran, Patrol. Au. Lass sie nicht entkommen. Komm. Tschüss. Ich hab noch einen. Perfekt. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen, dann war's das erstmal. Okay, dann ab da auch. Genau so war das richtig. Ey. Boah. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Oh, komm schon wirklich, Ladies. Aufpassen, Leute. Komm nicht auf dumme Ideen. Allein? Control, wir nehmen eine Runnerin fest. Hier treibt sich eine Runnerin. Komm her. Au. Ja, bestätigt, Control. Habe verstanden. Ach, Ladies, was wollt ihr? Ich bin Face. Ich mache euch so platt. Das war der letzte. Gut, aber wir haben ein Problem. Nicht weit von dir steckt jemand aus der Unterkaste in Schwierigkeiten. Hör zu. Nein, Sie müssen den Grid nochmal scannen. Hab ich schon. Sie hätten vor 3 Tagen zum Faktor Y aufbrechen sollen. Limit fest. Faith, Nomad, was ist los? K-Sack, was sonst? Ich hab im Knast genug von diesem Mist erlebt. Halt dich da raus, Faith. Ich hab dir doch gesagt, dass sowas ständig passiert. Das ist nicht dein Kampf.
Doch, ist es. Jetzt. Schon. Okay. Ich werde dafür sorgen, dass sie diese ganzen paar Chips erhalten. Wo muss ich hin? Auf deiner Karte ist ein toter Briefkasten markiert. Oha. Bin schon auf dem Weg dahin. Boah, das muss. Halte. Ach so. Kann man sich irgendwie ein bisschen festhalten? Ja, sorry. Vergessen. Eine Treppe. Wow. Machen wir direkt noch ein. Bauteil. Ah, okay. Cool. Oh, direkt noch ein. Ey. Da. Also ich würde dir direkt alle nehmen. Was? Wirklich so ein Umweg? Und schuck. Oh. Warte, komm. Ja, das ist irgendwie ein bisschen so Following-mäßig. Nur ohne Zombies. Ich bin da. Okay. Wo ist dieser tote Briefkasten? Es gab eine kleine Planänderung. Sie wollen einen anderen toten Briefkasten in der Nähe nutzen. Nur leider bekommst du es auf dem Weg dorthin mit einigen K-Sec-Patrouillen zu tun. Vermutlich als Reaktion auf den Aufruhr von vorhin. Übergangsangriff ein, um sich durch ein Gebüsche ohne. Was? Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Okay. Keine Sorge. Der K-Sec-Bastard wird morgen mächtig Schmerzen haben. Was? Wie fehlgeschlagen. Hä? Nur weil ich jetzt einmal einen Knopf daneben gehauen hab? Das ist nicht fair. Okay, auf ein neues. Ja. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Okay. Zack. Ja, ich hab's kapiert. Also so. XY. Okay. I do this. Then I go to the chopper. Okay. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Ich bleib nicht stehen. What?
Was? Hä? Bleib fokussiert. Phil. Ich sag jetzt einen Witz. Ich bin fokussiert. So, jetzt ein Witz. Nicht lustig. Haha. EA will mich stressen. Will mich kaputt machen. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Bla bla. So. Was denn jetzt schon wieder? Oh, epic fail movement. Erfährst du in den Comic Mirrors Exordium? Okay. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Ich hab den doch... Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder so viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Ich mach keine Fehler. So, den... Wow, der Case-Hack-Buster wird morgen mächtig Schmerzen haben. Geht doch. Okay, ich bin da. Doch nur die Sache ist den ganzen Ärger wert. Das ist sie, glaub mir. Du hast heute vielen Menschen geholfen, Faith. Ich melde mich wieder. Lieferauftrag in der Nähe. Ich stehe drauf, das Konglomerat mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen. Und die Werbedisplays sind dafür perfekt geeignet. Indem du ein Werbedisplay hackst, schickst du den Arbeitern eine klare Botschaft. Und wenn das, was wir ihnen zeigen, auch nur einem von ihnen die Augen öffnet, haben wir schon viel gewonnen. Aha. Faith, wenn du mit was auch immer du da gemacht hast, fertig bist, solltest du Birdman besuchen. Er wartet auf dich. Sobald du bei Birdman bist, deine Probleme mit Dogen in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Dann gehen wir mal zu Birdman, ne? Mit Mühe und Not einen Kruger-Hack-Angriff auf den Beat abwehren. Dabei sind jede Menge Daten über die ganze Stadt verstreut worden und sie kann jetzt durch den Grid. Zapf bitte jegliche Leaks an, die du findest. Wir setzen die Daten dann wieder zusammen. Mach ich. Okay.